Hallo lieber Kinder, wie geht's? Hoffentlich gut. Heute machen wir mit dem Arbeitsbuch weiter. Oder wir beginnen mit dem Arbeitsbuch. We have not started it yet. We are going to start with the workbook. Übung 1. Wohin legst du die Tasche? In the middle you will see a tasche, a bag. But there are different places where you can keep it. We have to form sentences describing its position. Where will it go? So, die Tasche kommt. This is a common beginning for all the sentences. Since the verb is common, we are going to use accusative. Okay? For example, they have given here arrows to show where will the bag go. For example, one of the arrows is going in the cupboard. So, we will say die Tasche kommt in den Schrank. Okay, one of the arrows is going behind the cupboard, so we'll say die Tasche kommt hinter den Schrank. Next one, die Tasche kommt auf den Stuhl. Next one, die Tasche kommt unter den Schreibtisch. Die Tasche kommt auf den Schreibtisch. And die Tasche kommt unter das Bett. Okay? Very simple. Übung 2. Schreib Mini-Dialoge wie im Beispiel. They have given two things in each example. In the first example, they have given two things, their Drucker and their computer. Drucker is a printer. Okay? What do we have to do of these two things? We have to form a dialogue. Herr Zollers kann einen Drucker, hat einen Drucker gekauft. Herr Zollers hat einen Drucker gekauft. Means, he has bought a printer. Herr Zollers. Und wohin hat ihn gestellt? And where did he keep it? Again, the question is wohin, so answer will be accusative. Neben den Schrank. That is where the second thing comes into picture. Okay? One more example. Herr Zollers hat einen Roller gekauft. Und wohin hat ihn gestellt? The pronoun that you use in this question is also very important. Since Roller is masculine, we used ihn. If it would be feminine, we would use sie. Neutral, es. Plural, sie. Okay? Here it is masculine, so we say ihn. Und wohin hat ihn gestellt? Hinter den Schrank, let us say. Okay? Any logical position would be correct over here. Vor den Schrank, hinter den Schrank. Anything is fine. Neben den Schrank. Nummer 2. Der CD Player das Regal. Herr Zollers hat einen CD Player gekauft. Und wohin hat ihn gestellt? Auf das Regal. Okay? Herr Zollers hat eine Lampe gekauft. Und wohin hat sie gestellt? Auf die Kommode. Okay? Simple. Try to form such dialogues for fourth and fifth one. Übung 3. Wohin legst du die Bücher? So we are going to keep the books, but at different places. The places are given over here. What we have to do is, we have to fill preposition and article. Ergänze Präpositionen und den Artikel. Ich lege sie auf den Tisch. Again, legen is the verb. So everywhere we are going to use accusative. Auf den Tisch. In den Bücherschrank. Bücherschrank is the book cupboard. Auf den Schreibtisch. In das Regal. Vor den Computer or neben den Computer.
In the Schublade. In the drawer. Okay? Now, let us come back to our course book, Übung 7. Till now, everything was accusative. Now, we are coming to dative. Okay? Till now, we were using the verbs stellen, legen, hängen, kommen. So, we were using accusative after the preposition. Now, we will be using the verbs sein, stehen, liegen, etc. or hängen. So, we will be using dative after the preposition. Stefan hat aufgeräumt means Stefan has cleaned his room. Now everything is on its own place. Okay? So everything is already there. So verb will be stationary. So we are going to use dative. Was sagt Also Mutti, was sagst du jetzt? Die Bücher stehen auf dem Regal. Die Klamotten sind in dem Schrank. Die Tennisschuhe stehen unter dem Bett. Die CDs liegen auf dem Regal. Und die Dosen? Die sind in dem Abfalleimer in der Küche. Zufrieden? Zufrieden means satisfied. Are you satisfied? So, everywhere, what are the verbs? Stehen, sein, liegen. Correct? That is why dative will be used after the preposition. Okay? Übung 9. Jetzt ist Ordnung. Now there is order, means now everything is on its place. So now again we have to use the previous dialogue that we read right now to fill the blanks over here. What do we have to fill? The verbs and the articles. Ergänze die Verben und die Artikel. Okay? So, die Bücher stehen auf dem Regal. D-E-M-M for Mumbai. Die Klamotten liegen in dem Schrank. Die Tennisschuhe stehen unter dem Bett. Die CDs liegen auf dem Regal. Die Dosen sind in dem Abfalleimer. Okay? Verbs that are stationary and then dative. They have given a pictorial representation of liegen and stehen. We already know, right? Liegen is to be lying. Stehen is to be standing. So they have given in grammatic. What have they given? Wohin. If the question is wohin, the verb used will be stellen, legen, kommen plus accusative. Stellt sie auf das Regal. Accusative. If the question is wo, the verb that will be used is stehen, liegen, sind plus dative. Sie stehen auf dem Regal. Okay? Again, they have given two pictures. Die Bücher liegen auf dem Schreibtisch. And the Bücher stehen auf dem Regal. The difference between liegen and stehen. Okay? Gut, jetzt hören wir auf. Wir treffen uns in dem nächsten Video. Auf Wiedersehen!